3, 2, 1, bam. Ah, das sollte zählen. Achso, nee, haben wir schon. Ja. Haben wir. So lost. Buongiorno, Freunde. Euer Loster Chewab, ich komme am Start. Und heute haben wir, Freunde, ein wunderschönes Video parat. Road to the Finals am Start. Ihr kennt das Event. Wir haben Diaby. Und diese DRB-Karte, die ihr jetzt seht, mit 4 schnellen Skills, 3 schnelle schwache Fuß, ist eine SBC, kostet nur 80k. Und das Geile ist, Leute, wenn Leverkusen es schafft, gegen Monaco zu bestehen, zu gewinnen, dann bekommt er ein doppeltes Upgrade um plus 2. Das gilt auch für Goretzka zum Beispiel, wenn sie dann das Spiel gegen Paris gewinnen und so. Da gibt es gleich ein doppeltes Ding und dann kann die Reise immer weitergehen. Das heißt, 90er Rating wäre drin, wenn sie noch weiterkommen. Das wäre natürlich richtig geil, hat er 99 Tempo und so. Deswegen nehmen wir den Mann und das Ganze machen wir gegen Senior Seco. Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Ja, Bro, also so, für Leverkusen sieht es ein bisschen, ehrlich gesagt, schwierig aus. Ja. Das erste Tor war echt, ja, ich sag mal so, blöd gelaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ja. Ich habe die Highlights gesehen und ich fand das Tor, Bro, von Wirtz war ein Traumtor. Gerne alle Leverkusen-Fans, das war geistkrank und alle Bundesliga-Fans. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ohne Spaß, die können auch in Monaco bestehen. Ja. Nur ein Tor, links hinten, das heißt, sie müssen gewinnen. Und wenn Wirtz on fire ist und Diaby und so, da geht schon was. Und wir haben bei Seco auch eine Folge aufgenommen. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall ab. Und ansonsten, nicht vergessen, übrigens, Leute, ich weiß, viele von euch abonnieren den Kanal nicht, weil ich es einfach vergessen und weil es einfach nur Startseite ist. Freunde, rein in die Subs, also in die Abos. Einfach nur einen Knopf drücken und Bro, ja. Tafel ist drin. Okay. Dann können wir anfangen, ja? Also, Jungs, nicht vergessen, ja? Immer schön die Daumen nach oben geben und zu abonnieren. Also, jetzt geht's los. Und zwar vorne im Sturm. Ich habe da einen Franzosen am Start. Und zwar Giroud, ja? Und dann auf der rechten Seite haben wir einen Icon. Nee, das heißt, er heißt Ikone. Ah. So Nase machst du. Ich habe Ori und Dembélé. Zwei Franzosen. Beide Male falsch. Sehr gut. So, ich halte mal jetzt hier rein. Let's go. Also du hast zwei Stürmer auf der Seite. Ja, genau, zwei Stürmer. Ich habe auf der einen Seite Kylian Mbappé und auf der anderen Seite gehe ich mit SBC Sebastien Haller. Der ist ja auch so mit einem Fuß Franzose, aber halt auch Elfenbeinküste. Ja, und Haller, super Karte, ne? Auch 99 Fieses hat der oder so, ne? Super Karte. Ja, der hat 99 Fieses. Den ja. darfst du behalten, aber den Kylian Mbappé leider nicht heute, Bro. Digga, wirklich jetzt? Ja, ich habe Ginola und Mbappé aufgeschrieben. Und jetzt hast du mir meinen Traum ein bisschen verschlechtert. Egal, sie ist positiv, ne? Ich stoße den dann nicht ab. So, dann machen wir hier mal direkt hier weiter. Ein Bronzer haben wir schön, also eins habe ich schön gesniped. Jetzt geht's hier weiter. Ja, schöne Namen. Super. Aber weißt du, was cool ist? Ja. Schau mal, Freunde, wen ich im Sturm habe. Er wollte den Joker nicht aktivieren und wir haben jetzt einfach Tell von Bayern im Sturm. Ui. Und der wird dir ohne Spaß die Bälle ins Tor klären, das hast du noch nicht gesehen. Aber okay. Egal. Mittelfeld, okay? Ja. Habe ich zum einen im ZM. Oh Leute, jetzt wird's ein bisschen prickeln. Da geht mir das Herz auf. Ich habe N'Golo Kanté, mit dem Mann gehe ich im Sommer mal Fahrrad fahren. Bald ist es wieder soweit, das Wetter wird wieder besser in München. Und wir haben Julian Brandt im ZM. Und links Mittelfeld, das ist jetzt halt das Ding, ich hatte Mbappé drin. Und jetzt habe ich auch Neymar Inform drin. Mach jetzt mal kein Auge, okay? Oh, Neymar Inform. Krass. Naja, Neymar Inform habe ich nicht. Ich dachte, du gehst mit Malen. Der hat ja auch so eine Champions League-Karte bekommen. Ne? Dann habe ich Bellingham aufgeschrieben. Der geht auch zurzeit richtig ab, finde ich. Richtig super, so super Spieler. Auch der Julian Brandt geht auch richtig ab da, ne? Ja, der ist gerade richtig gut in Form und hat einen POTM bekommen. Den wollte ich auch noch abschließen. Ja, kannst du vielleicht morgen machen oder so, aber heute nicht. Du bist echt. Alter, jetzt mal, no joke, Leute. Es ist jetzt nicht so einfach, Spieler zu erraten. Ich verstehe nicht, warum ich es gerade so lasse. Das ist doch eigentlich nicht so aufwendig. Das ist nicht so aufwendig. Sprachen lernen. Ja, so, pass auf, weißt du, wenn ich hier bleiben würde, das ist dein Mittelfeld. Wo spielt denn der Julian Brandt? Erstmal so. Rechtes ZM, magst du jetzt einen Joker haben? Oder oh, genau, ja. Bronze Keeper, genau. Da, ja. Ja, das siehst du nicht, gell? Und zwar, ich habe ZOM halt ein Icon, ne? Ich habe letztens ein Icon-Pack aufgemacht, ich habe ein Roulette gemacht und ich dachte mir, okay, ja, es ist soweit. Ich habe jetzt Pelé oder so. Und dann, was ist? Ja, ich krieg den Zockrates einfach, den 91er. Und dann, tatsächlich haben wir auch zwei Franzosen am Start. Ey, wusstest du, dass der nicht mal dieses Jahr, ne? Nicht mal ein Spiel gemacht hat bei Juventus Turin? Pogba. Ball. Und Rabiot. Der hat nicht mal ein Spiel gemacht. Und aus dem Perfilin gesneakt. Ich habe, ich weiß schon, der ist halt verletzt gewesen. Jetzt, der wird, glaube ich, sein Vertrag wird aufgelöst, Leute. Glaube ich. Von Paul Pogba. Ja, denke ich auch. Habe ich das Gefühl. Aber wir haben Wirtz, Tonali und Govu. Deswegen habe ich schon wieder ins Fettnäpfchen gegriffen. Schwierige Hase. Also, Leute, es steht
2-0, was Bronze-Spiel angeht. Mhm. Allerdings, in-game wird es Bronze 3-0 für mich ausgehen, dann werde ich dir deinen Pogba und dein alles, das Garten, dein Diaby, alle, die du hast. Ja. Aber dafür ist es drin, ich bräuchte ein bisschen Verstärkung in deinem Team, ich muss es ein bisschen brechen. Eigentlich bin ich fest davon überzeugt, mein Bruder, dass du die nicht hast. Und zwar links Mario Rui und rechts habe ich den Di Lorenzo. Mhm. Aber weißt du, was mich wundert, Bro? Mario Rui und Di Lorenzo sind beide Serie A-Spieler. Du hast bis jetzt nur Serie A und einen Bundesligaspieler. Da muss hinten raus anscheinend jetzt viel gedribbelt werden, gell? Also ich bin ganz entspannt so, damit du es weißt. So. Dann muss ich noch ein bisschen schauen, dass man N'Golo Kanté auch von der Chemie bekommt und die anderen Spieler. Mhm. Aber, Bro, Linksverteidiger. Gehen wir mit Roberto Carlos, Walker Balken. Der schon mal gut für Namesen. By the way, Leute, wir müssen mindestens 30 Chemie haben, wenn das Team voll ist. Jetzt habe ich aber Bronze-Spieler, das wird nichts mehr. Und Rechtsverteidiger. Jetzt muss ich einmal kurz abchecken, ob das der richtige ist. Und es ist der Richtige. Es ist Simakan. Ja, war klar, dass ich den nicht habe. Ich habe Hakimi und Nuno Mendes aufgeschrieben. Ja, danke. Hey. Jetzt habe ich eine Runde mal überlebt. Cool. Ja, hast du gut gemacht. Ja, Shoshi. Oh. Bei dir sieht es schwierig aus. Ich hole mir den jetzt, gell? So, guck mal. Ja, Roberto Carlos, links hast du. So, meine Damen und Herren. Letzte Runde. Ich habe drei Spiele aufgeschrieben. Ja? Und... Okay. Ich glaube, ich hab. Du glaubst, ja, du hast ich glaub, was. Ja, ich glaube, ich hab also. Was. Dieser Fofana wäre ziemlich auffällig wegen Kanté und so, gell? Da gibt es ja noch einen anderen von Chelsea. Und deswegen habe ich Fofana genommen. Perfekt. Ich dachte, ich kann System dribbeln. Er ist auch Road to the Final. Allerdings wird er hoffentlich nicht das Finale erreichen, weil Dortmund inshallah gewinnen wird. Okay, ich bin immer für die Bundesliga-Vereine, Leute. Auch wenn ich Bayern-Fan bin. Dann haben wir Innenverteidigung, Bro. Einen Banger. Und zwar ist das Klostermann. Mit Simon Korgans praktisch. Oh, du hast hoffentlich Guardiola. Gell, deswegen habe ich Klostermann genommen. Ich hätte auch Guardiola nehmen können. Und im Tor gehen wir mit Schnieschner, Schnappi, Trappi, Trappi, Trapp. Schnieschner, Schnappi, Schnappi, Schnappi. Ey, du glaubst nicht, was ich aufgeschrieben habe. Was denkst du? Guardiol und diesen anderen Franzosen. Ja. Wirklich? Ja. Laber? Ich habe Guardiol und dann Badiachil oder wie der heißt. Und Meslier oder Meslior, wie der heißt, im Tor. Ey, meinst du jetzt wirklich? Ja, ohne Prank. Ja, geil. Ja, Bro, ich hab dich wirklich gelesen wie eine... Ey, das ist krass. Ich hab dich gelesen, Digga. Ich hab dich wirklich gelesen. Okay, dann zeig mal, was du hast. Okay. Komm. Okay, ich mache hier weiter. Also, bis jetzt, alle Spieler sind auf Fullcam, außer der Diaby, ne? So, dann machen wir mal weiter. Und zwar, den könntest du eventuell haben. Kalulu in der Innenverteidigung, ja? Zusammen mit Marquinhos und im Tor natürlich Donnarumma. Donnarumma, Marquinhos und... Kalulu. Du hast Kalulu. Du bist ein Schlingel. Ich habe Cola, Fofana und Muslier. Ich dachte, ich bin hier auf die Schlinge gekommen, Mann. Achso, ich habe die französische Liga, Bundesliga und die italienische Liga. Let's go. Sehr gut. Leute... Dann lade ich jetzt Mr. Seco ein. Ja. Ich sag dir ehrlich, unterschätzt meinen Bronze-Torwart nicht. Er hat schon viel Leistung auf dem Kanal gezeigt. Deshalb konzentriere ich mich heute. Wir gehen dran. So, Leute. Wir gehen rein. Zeig mal dein schönes Team, Cole. Okay. Boah, werde ich mir alles schnappen, Bro. Beim Discard, weißt du? Also, kennst du das? Ja, ich muss also über die linke Seite jetzt mitbekommen. Guck mal. Perfekt, ja, direkt bald, ja, Einsatz hier gleich mal. Super, Jungs. Jawohl, Einsatz. Ja, schön. Ja, war klar. Hey, was ist das für ein Pass, Alea? Was machst du jetzt? Okay, jetzt kommt Simon Comet. Simon Co. AK LKW. LKW. Oh, kurz baden gegangen. Ja, baden geschickt. Babos, wir führen einen Bro. Digga, ich sag dir. Wir müssen gewinnen, Jungs, mit zwei Bros. Jetzt, Alea. Lauf, Alea. Was geht ab? Sebastian! Jungs, der ist geistig beweglich, bevor der so 99 Füße so hat. Der fühlt sich, ich denke mal, das ist Rashford am Ball. Ich meine es wirklich ernst. Wow, was für ein Tor. Warte, lass mal kurz. Oh, das war sexy. 24. Alter. Minute 2-0. Boah. Ich bin überrascht von dem Mann. Geil, ich steh wieder auf, bin wieder da, von den Toten, weißt du? Wir dürfen nicht aufgeben. Jetzt gehen wir weiter. Ist dieser Alea krass. Warum ist der so schnell? Er ist so krass! Alea. Oh, das war nicht. Das war nichts. Oh mein Gott. Abseits. Nein! Gefettfingert. Hab den gesehen. Bitte. Nein! So wichtig, Sokrates. Oh, I love you, man. I love you. This is not good. Partname. Oh nein, warum kommst du raus? Sokrates? Yeah! Das gibt's nicht. Let's go, Sokrates. Bro, die hast du nicht jeden Tag gerade. Rundgewinn kommt ganz schmerzhaft. Torwart? Stark! Oh, Tell! Das war dein Bronze?
das war mein Tell. Oh mein Gott, wie stark. Er will den Fresh. Den ziehen wir. Nein, ziehen wir. Kannst du Fresh schießen? Nein, bitte nicht. Was machst du denn? Er schießt direkt. Ja! B-O-B! Du warst so schnell geschossen. Nein, warst du doch mal? Ich war noch nicht bereit. Ja, nö. Ja, ich muss schnell schießen, damit du. Checkst du? Und du stellst uns um, tust auf die Wahl, weißt du, so Mauer und so. Ich kenn doch die Filme. Ich bin doch Profi. Ja. Bro, ich bin E-Sportler. Na gut. Du hast vergessen, mit denen du bespielst. Ja, jeden Tag Arena und Freischuss schießen, ne? Achso. Ey, er pfeift einfach ab! Ich dachte, lass doch weiterspielen! Ah, oh, Mann, ey. Ah, wir haben gewonnen mit 2 Brawl-Spielen. Das lasse ich mir nicht nehmen, den Sieg. Okay, ich bin ready. Okay, Seko ist ready. Hab mal mein Spiel aufgekauft. Ja. Also, Bro, ich werde auf ganz Knacksbasis bei deiner 4-3-3-4 hast du, gell? Ja. Ich tendiere zwischen Stürmer, rechter ZM und linker Verteidiger. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass eine von den drei Positionen ganz gut sein könnte. Und ich nehme den rechten ZM. Ah, Bruch! Bruch! Was? Stürmer war Sokrates, Linksverteidiger war Ikone, rechter ZM Paul Pogba Flashback. Alter, das ist big. The Croatian Sniper Guys is back in the building. Ey, Bruch, Bruch. Jungs, Bruch in Berlin. Wir geben jetzt Paul Pogba. Leute, lasst auf diese Folge einen Daumen nach oben da. Pogba ist flöten gegangen. Ihr seht, ohne Spaß zur Zeit werden geisteskranke Sachen bei jeder Folge. Es gibt zurzeit keine Folge, wo ein Brawl-Spieler gibt oder so. Deswegen supporten, bei Seko vorbeigucken. Da gibt es jetzt ein Rematch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.